Journalisten und Kabarettisten im unterhaltsamsten Jahresrückblick. Wer weiß mehr? 1998, das Quiz. Sonntag, 20.15 Uhr bei RTL. Hallo, ich heiße Thomas Koschwitz und bin jetzt schon über 200 Sendungen alt. Und wenn Sie sich mal unsterblich fühlen wollen, dann sollten Sie diese Show auf keinen Fall verpassen. Jede Nacht von Montag bis Donnerstag. Die RTL-Nachtshow. Mit interessanten Gästen, viel Musik und Comedy vom Feinsten. Für Menschen, die noch wissen, wo ihnen der Kopf steht. Die RTL-Nachtshow. Es kann nur eine geben. Der Silvesterabend bei RTL. Um 20.15 Uhr, 7 Tage, 7 Köpfe. Der lustige Jahresrückblick präsentiert von Jochen Busse und Rudi Carell. Im Anschluss Witze, Sketche, schräge Töne. Ein Streifzug durch das RTL-Programm. So, habt ihr beide einen an der Waffel oder was ist hier Trumpf? Der Schapapapa. Das neue Jahr beginnt mit der Gala des Köln Comedy Festivals. Ab 20.15 Uhr, 7 Tage, 7 Köpfe Spezial. Danach Witze, Sketche, schräge Töne. Im Anschluss das Köln Comedy Festival. Der Silvesterabend bei RTL. Vor 2 Jahren ist mein Kollege Hans-Jürgen Silbermann aus Leipzig zu uns gekommen. Er glaubt immer noch nicht das Allernötigste, er nervt. Wie spät ist es? Bin noch nicht blöd, gebe keine Auskunft mehr, laufe ich dann das Besserwetter rum. Ich habe doch nur gefragt, wie spät es ist. Das war danach. Und wenn es bei dir später ist als bei mir, was gilt dann? Das musst du selber entscheiden, verdammt nochmal. Da bin ich, glaube ich, noch nicht so weit. Wie spät hast du? Ach, sag dir am besten so, wie spät hast du? Und ich sage dann, ich habe halb. Es ist 5 nach halb. Halb. Es ist 5 nach halb. Besserwetter. Nach Deutschlands klügste Kinder suchen wir jetzt Deutschlands klügste Lehrer. Bewerben Sie sich jetzt unter der Hotline 022 33 51 70 88 oder im Internet klicken Sie ganz einfach www.rtl.de. Der Januar bei RTL. Bei Linda de Mol kämpft ein Kandidat gegen 100 Gegner. Das hört sich ganz schön unfair an. Günther Jauch mit der erfolgreichsten Quizshow im deutschen Fernsehen. Und eine neue Show mit unglaublichen Kandidaten. Mit ihren Gehirnen leisten sie wirklich Außergewöhnliches. Die Quizshow. Da ist alles drin. Die Fans aufgepasst, nicht nur täglich, sondern auch überall und zu jeder Gelegenheit. Jetzt auf CD, die Musik zur Serie Eine schrecklich nette Familie. Nicht im Schuhladen, aber überall im Fachhandel. Im Kreuzfeuer. AIDS. Helfen, beten, verdammen. Im Kreuzfeuer am Welt-AIDS-Tag. Helfen, beten oder verdammen. Jahrhundert Seuche AIDS, gibt's Rettung? Wir diskutieren es im Kreuzfeuer. Kontroverse Standpunkte für Sie. Im Kreuzfeuer zum Welt-AIDS-Tag. Gleich bei RTL. Anpfiff extra mit dem HSV und Borussia Dortmund. Dienstag und Mittwoch live. Zuerst das Rückspiel im UEFA-Pokal. Der Hamburger Sportverein gegen AS Monaco. Und dann der letzte Vorrundenspieltag in der Champions League. Borussia Dortmund gegen Steaua Bukarest. Schafft der BVB noch den Gruppensieg? Fußball im Doppelpack mit Hamburg Dienstag und Dortmund Mittwoch um 20.15 Uhr live bei RTL. Sage mal, eigentlich haben wir alles zusammen. Hä? Wir haben tolle Spiele, wir haben super Musik, wir haben jede Menge Gold. Guck mal hier, wir haben dich, aber irgendwas fehlt. Hast du eine Idee? Ja, siehst du, genau. Sie fehlen nämlich, denn Sie haben Humor, Sie sind schlagfertig und Sie haben Platz für ein kleines Säckchen Gold. Sie sind unser Kandidat für die Goldmillion. Also schreiben Sie uns bitte an folgende Adresse, an das ZDF, Redaktion Goldmillion, Postfach 4040, 55 100 Mainz. Wir freuen uns auf Sie. Verrückt. Die dreistesten Mitarbeiter der Welt. Einfach dreist. Danach, Guten Morgen Mallorca. Jede Frau hat ihr Geheimnis. Viel Geheimnis. Anschließend live, die Lust zu leben. Birgit Schrowange trifft Actionstar Mark Keller.
Und als krönender Abschluss TV Kaiser. Du bleibst im Knast, bis du schwarz wirst. Der verrückteste Talk im deutschen Fernsehen. Freitagabend bei RTL. Echt verrückt. Wer da nicht reinschaut, ist selber schuld. Am Freitag in Live. Sie füttern die Yellow Press, verraten Geheimnisse der Promis. Wir lassen die Verräter sprechen. Am Freitag in Live mit Birgit Schrowange. Die Lust am Schweben, Gleitschirmfliegen, die große Freiheit, der Höhenrausch für Überflieger. Dies und vieles mehr in Live. Gleich bei RTL. Aufgepoppt, Charts, News, Megapreise, David Bowie, The Offspring, 5, Mark O. vs. John Davis, Jerry Halliwell, Scooter, Sugar Ray und viele mehr. Top of the Pops. Gleich bei RTL. Heute Abend bei Late Night. Starke Gäste, ein starkes Fest. Ich komme auf jeden Fall. Wer sonst noch kommt, verrate ich Ihnen heute mal nicht. Deswegen müssen Sie gucken und Sie können sicher sein, ich gucke auch. Heute Abend Late Night. Gottschalk Late Night. Heute 22.45 Uhr bei RTL. Neue Einsätze auf der Wache. Kriminalpolizei. Ein rechtsradikaler Rentner wird verhaftet. Sie verstoßen mit Ihren Artikeln gegen das Jugendschutzgesetz. Die Beamten entdecken verbotenes Material und die Benutzer. Sprengen Sie den rechten Händlerring? Die Wache, nächsten Donnerstag, 22.20 Uhr bei RTL. Der Deutsche Fernsehpreis, die Verleihung des Goldenen Löwen im Theater des Westens in Berlin. Der beste Fernsehfilm des Jahres, die besten Schauspieler, die besten Moderatoren. Hier werden die größten und die beeindruckendsten Leistungen im deutschen Fernsehen mit dem begehrten Preis gewürdigt. Erleben Sie die Macher und die Stars. Der Goldene Löwe, heute um 22.05 Uhr, nur bei RTL. RTL Night Fever, der ultimative Geschlechterkampf. Schöne Frauen, harte Männer, hemmungslose Stars vereint im Zweikampf. Und nur einer richtet über Sieg und Niederlage. Das heißeste am Samstagabend. RTL Night Fever. Gleich bei RTL. Freitagabend bei RTL. Um 20.15 Uhr, April. Unter anderem mit Matthias Reim. Gleich danach Sylter Geschichten. Ein Wiedersehen nach 20 Jahren wirft einige Probleme auf. Kann die wahre Liebe eine so lange Zeit überstehen? Um 22.15 Uhr der etwas andere Wochenrückblick. April, Sylter Geschichten, 7 Tage, 7 Köpfe und im Anschluss Robocop. Freitagabend bei RTL.